Hallihallo, Hallöle und mal wieder recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom DAX-Tobi. Doch bevor wir mit dem heutigen Thema dieser Episode loslegen, möchte ich euch doch mal wieder drum bitten, lasst doch bitte ein Abo da und aktiviert das Glöckchen, weil ihr dann immer darüber informiert werdet, wie es mit diesem und meinen anderen laufenden Projekten weitergeht. Vielen Dank, denn wie ihr wisst, freue ich mich über jedes Abo. Dieses Wochenende war mal wieder eine mittelgroße Schrauberaktion geplant. Ich sollte also einem Spätzl dabei helfen, seinen ST70 Motor von seiner weißen DAX wieder mal zusammenzubauen. Den hat er nun schon seit geraumer Zeit zerlegt rumliegen und jetzt geht's halt dann mal langsam ans Eingemachte, sprich mal so langsam aber sicher in Richtung Fertigstellung von diesem Bike, dass das mal wieder auf die Straße kommt. Dieser ST70 Motor, der hat zwei kleinere, aber ganz feine Updates erhalten. Zum einen eine verstärkte Ölpumpe mit 300% Fahrerleistung, also sprich mit der dreifachen Leistung einer Standard-DAX-Pumpe. Und als zweites eine verstärkte Halbautomatikkupplung. An dieser Stelle hier könnt ihr übrigens sehen, in welches wunderbare Gefährt dieser Motor dann letzten Endes mal reinkommt. Eine von den seltenen weißen Lady-DAXen aus den 70er Jahren. Ja, es gab wirklich mal auch eine Sonderserie von der Honda DAX, die sogenannte Lady-DAX. Die war eben weiß lackiert, hatte dann ein schwarz-grünes Dekor dann aufgeklebt und als Besonderheit, das seht ihr jetzt an dieser Stelle aber nicht, eine Sitzbank mit oben drauf mit einem Blümchenmuster, also ganz abgefahrene Mischung, super selten und echt eine saustarke Maschine, doch weiter hier im Video. An dieser Stelle hier seht ihr dann schon mal, wie wir dann diese verstärkte Halbautomatikkupplung dann schon mal vormontiert haben, wie wir die also auf den Stummel von der Kurbelwelle dann auf der entsprechenden Seite dann drauf gesteckt haben. Und der eigentliche Act war dann aber wiederum, diese Kupplung dann gescheit zu befestigen. Wir hatten also dann hier eine Drehmomentangabe von rund 43 Newtonmetern, mit dem man eben die Kontermutter von der Kupplung dann festziehen sollte. Das war so ein kleinerer Act, weil wir hatten da so mittlere Schwierigkeiten, diese Kupplung dann zum Halten zu bringen. Also in Ermangelung von einem Bandschlüssel oder einem Hakenschlüssel, den wir dann entsprechend hätten ummodeln können, haben wir uns dann eben beholfen, dass wir dann diese Halbautomatikkupplung dann mit einer Schraubzwinge festgehalten haben. Eine Schraubzwinge dann, die so Kunststoffschonbacken drauf hatte, also damit ging es dann recht gut. Ja, und irgendwann, da hat man natürlich dann diese Kupplung dann soweit vormontiert, dass man dann auch wieder den Kupplungsausrück- und Betätigungsmechanismus dann soweit montieren konnten. In dem Zuge, dass dann der Kupplungsdeckel, also sprich der Gehäusedeckel, dann wieder drauf kam auf die Kupplungsseite, sind wir dann noch auf die Idee gekommen, hey, da könnte man auch noch einen neuen Simmerring, also einen neuen Dichtring dann für die Kickstarterwelle dann gleich noch mit einsetzen. Und wie sich herausgestellt hat, in dem großen Sammelsurium von Dichtungen, was mein Spätzl da eben vorliegen hatte, war dann auch prompt eine passende Dichtung dabei, wie sich durch Nachmessen dann mit einer Schieblehre aus dem Puppenhäuschen, so wie ich das Teil genannt habe, dann eben erwiesen hat. Und somit konnte dann ein neuer Simmerring für die Kickstarterwelle seinen Weg in dieses Gehäuse, seinen Weg bahnen sozusagen. Was ich vorhin noch vergessen hatte zu erwähnen, in dem Zuge, wenn man so einen halb zerpflückten Motor dann wieder zusammenbaut, ist es kein Fehler, wenn man ein kleines Schälchen mit Motorenöl neben sich stehen hat und einen Pinsel dabei, dass man eben die entsprechenden Teile dann ein wenig einfetten kann, ein bisschen einölen. Auch diesen Simmerring, den seinen Sitz haben wir ein bisschen eingeölt, dass er besser reinflutscht. Und dann war es auch schon soweit, eine passende Dichtung für den Kupplungsdeckel zu suchen in dem riesengroßen Dichtungssammelsurium. Und natürlich, wir sind natürlich auch prompt fündig geworden. An dieser Stelle hier seht ihr nun den Kupplungsdeckel mit neu eingesetzter Dichtung. Da habe ich mir gedacht, da machen wir doch eine schöne Einstellung dann. Und zwar dauert die exakt so lange, bis mein Spätzl eine passende Dichtung gefunden hatte. Und siehe da, in dieser Einstellung ist er dann auch prompt fündig geworden. Passende Dichtung, ergo kann es dann auch schon weitergehen. Diese neue Dichtung, die wird dann schön aufgelegt auf dem Gehäuse. Aufpassen, dass nichts einreißt. Ganz sauber einlegen und an diesen Zentrierbuchsen dann auch schön anlegen und aufliegen. Achtet in so einem Fall auch darauf, dass ihr alle alten Dichtungsreste irgendwie entfernt habt, die noch am Motorengehäuse dann dran pappen. Weil sowas backt sich ganz gern fest aufgrund von der Temperatur vom Motor. Naja, auf alle Fälle, jetzt liegt die neue Dichtung drauf. Und schon kann es damit weitergehen, dass der Kupplungsdeckel dann letzten Endes drauf kommt.
an der Stelle, da haben wir jetzt so ein klitzeklein wenig gemurkst, dann hätten wir es hundertprozentig ganz richtig machen wollen. Oder beziehungsweise so mache ich das immer. Normalerweise hier diese Verzahnung von der Kickstarter-Welle, da klebe ich ganz gerne ein bisschen Klebeband drüber. Sprühe dann den Simmering dann mit Silikonspray ein und dann flutscht das auch ein bisschen besser. An dieser Stelle, da hat es jetzt so ein bisschen gehakelt, ein bisschen dran gehapert, weil in dem Kupplungsdeckel noch das Gegenstück zur Kupplungsbetätigung dann drin steckt und wenn das nicht exakt in der richtigen Lage ist, dann kann man den Deckel nicht gescheit ansetzen, aber es ist dann zu gut's doch noch in die richtige Lage dann geflutscht und ergo hat der Deckel dann wieder seinen angestammten Platz gefunden. Was aber dann folgte, das war auf gut Deutsch gesagt ein richtiges Gefickere, denn irgendwie wollte sich der Zylinder und der Kolben überhaupt nicht vereinigen lassen. Wir sind dann irgendwann recht schnell drauf gekommen und zwar der unterste Kolbenring ist aus einer Nut rausgeflutscht gewesen. Fragt nicht, wie lange wir da dran rumgedoktert haben und mit einem klitzekleinen Schraubendreher dann umeinander gestochert haben, bis dieser Kolbenring dann wieder an seinem angestammten Platz war und wir dann eben den Zylinder letzten Endes dann komplett aufsetzen konnten. Das war also wirklich ein tierisches Gefummel, aber auch das war irgendwie zu schaffen. Was aber dann letzten Endes doch noch ein wenig blöd war, das ist uns dann aufgefallen, als wir den Zylinderkopf dann draufsetzen wollten. Da haben wir nämlich zu dem Zeitpunkt dann gemerkt, oh oh, wir haben keine Dichtung mit einem passenden Durchmesser für diesen Kolben auf Lager. Wir haben also ewig lang gesucht, nämlich das ganze Dichtungssammelsurium, aber bei allen Dichtungen oder in Frage kommenden Dichtungen, da war irgendwie der Durchmesser zu klein. Dann war meine Idee, ach komm, da feilen wir halt da ein bisschen umeinander, die 2 mm, die feilen wir doch locker runter. Aber wir sind dann doch zu dem Entschluss gekommen, nee, vertagen wir die Bastelei. Es gibt also dann eine Folge 2 von diesem Video hier, wo wir dann eben den Zylinderkopf aufsetzen, die Steuerzeiten einstellen, die Steuerkette werden wir dann befestigen in der nächsten Folge. Und als Besonderheit, wir werden einen neuen Kondensator einlöten. Der liegt also zündungsseitig. Ein neuer Kondensator kommt rein und ein neuer Zündkontakt. Ja, auf alle Fälle, das erwartet euch dann in der nächsten Folge. Bleibt also bitte dran, es bleibt spannend und wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr natürlich, wie es mit diesem Projekt dann weitergeht. In diesem Sinne, ciao ciao und zur nächsten Episode, euer DaxTobi.